Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kubifaktorium. Im letzten Video haben wir neben dem Kampf gegen Spinnen und Untote auch unsere Produktion noch mal ein bisschen angekurbelt, sprich hier den Stoff produziert und auf jeden Fall inzwischen genügend Holzteile. Wer das verpasst hat, einfach in der Videobeschreibung nachschauen, da gibt es immer die Playlist. So, was möchte ich in der heutigen Folge machen? Einmal noch einen kleinen Fehler beheben, und zwar unser Bäcker. Da ist das Lager hier nicht zugewiesen. Und es macht natürlich Sinn, das zuzuweisen. Spätestens gleich werdet ihr dann sehen. Ich erkläre es dann nochmal ganz kurz. Jetzt möchte ich sag mal, Holzteile haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Da möchte ich die Produktion jetzt ein bisschen einschränken. Und zwar möchte ich hier das Holzteil rausnehmen. Die hier können weiterhin von mir aus das Holzteil produzieren. Wir werden sie ja dann eh brauchen. Aber wir haben hier halt zu wenig Bretter. Das möchte ich auf jeden Fall ändern. Sprich, die bauen jetzt nur noch Bretter. Den Fehler hier haben wir behoben. Guten Fehler. Das ist nicht so wie jetzt die Konstellation. Das funktioniert natürlich. Aber so wie sie gleich sein wird, funktioniert es nicht. So, was möchte ich in der heutigen Folge machen? Zum einen natürlich ganz klar diese komischen grünen Blubs hier oben besiegen und die Kisten öffnen. Macht ja Sinn, ne? Nicht wie beim letzten Mal, da habe ich es ja leider vergessen. Und natürlich möchte ich auch diese Spinnen noch besiegen. Das sollte inzwischen aber kein Problem mehr sein. Wir haben genügend Soldaten. Und wenn nicht, können wir einfach weitere Waffen bauen. Hier liegt sogar noch ein Schwert, zwei Schwerter. Also das sollte auf keinen Fall ein Problem darstellen. Werden wir also schaffen. Ich denke mal, dass wir auch diese Folge, also mit dieser Folge, die Insel heute beenden und dann in der nächsten Folge halt schon wieder eine neue Insel anfangen können. Dann natürlich mit entsprechend komplexeren Zielen. So, jetzt hatte ich ja gesagt, wir brauchen hier noch Tee und Bier. Darum wollen wir uns jetzt als erstes kümmern. Und ich sag mal, die Holzscheite, ja, das machen wir so als letztes, nachdem wir mehr oder weniger die Gegner hier alle besiegt haben. Weil ich glaube, es wird notwendig sein, dass wir da, ja, mehr Bäume anpflanzen. Aber das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. So, Brauerei. Also, wir stellen Tee und Bier in der Brauerei her. Gut, ich glaube, in echt ist das nicht so. Aber das macht nichts, vollkommen in Ordnung. Hier haben wir die Brauerei, die können wir auch bauen, ist kein Problem. Wir brauchen dafür zwei Steinblöcke und einmal Holzscheit. Wir können darin produzieren Bier und Schokomilch. Plus halt den Tee, den wir brauchen. Die Schokomilch brauchen wir nicht, produzieren wir also auch nicht. Zumindest jetzt brauchen wir es noch nicht. Wer weiß, was in den nächsten, oder wie gesagt, auf den nächsten Inseln noch so alles auf uns zukommt. Und wir können uns natürlich schon anschauen, was wir denn brauchen, um das Bier herstellen zu können. Für das Bier brauchen wir Wasser und geernteter Weizen. Und ich glaube, wir brauchen zweimal Wasser und einmal geernteter Weizen für zweimal Bier. Und ähnlich verhält sich das auch beim Tee. Da brauchen wir, bin ich jetzt der Meinung, auch zweimal Wasser und einmal geerntete Blumen. Es macht auf jeden Fall immer Sinn, vorher mal zu schauen, was man denn braucht. Denn daraus ergeben sich ja die Wareneingangslager, damit auch wirklich alle Rohstoffe gelagert werden können. Und hier haben wir jetzt natürlich ganz klar, wir brauchen Wasser, wir brauchen Tee und wir brauchen Getreide, also drei Eingangslager. Die Eingangslager mache ich ja immer gar nicht so groß, das ist meiner Meinung nach nicht notwendig, denn die Produktion dauert ja eh seine Zeit und in der Zeit wird der Nachschub schon angeliefert. Und da die Produktion ja, ich sag mal, mehr oder weniger permanent läuft und nicht in enormen Spitzen oder sowas, sollte das auch kein Problem sein. Die Ausgangslager würde ich größer machen als hier die 15. Weil ich vermute mal, wir werden es auch auf der nächsten Insel brauchen, also schadet das natürlich nichts, wenn wir da ein bisschen mehr von haben. Dasselbe gilt wahrscheinlich auch gerade für den abgebauten Tof hier, ne? So, da würde ich sagen, wir bauen die Brauerei hier oben hin mit allem, was dazugehört. Wir brauchen ja neben den Wareneingangslagern und Ausgangslagern natürlich auch noch meine Farm für die Blumen. Und auch die Farm braucht natürlich wieder Wasser. Also ihr seht schon, einmal einfach Bier herstellen ist nicht. Und wir sind ja noch am Anfang, die Sachen sind noch einfach. So, dann fange ich mal an mit dem ersten Warenausgangslager. Wie gesagt, ich möchte die ein bisschen größer machen. Ich würde sagen, mache ich ruhig 3x3. Und wir bauen ganz einfach das hier ab, so dass wir da genügend Platz haben, um, ja, ich sag mal, damit das einigermaßen ordentlich aussieht. Ne? Ihr wisst ja, das ist mir immer wichtig. Zumal wir ja den Torf ja höchstwahrscheinlich sowieso brauchen. Also können wir ihn auch abbauen. So, dann beschleunigen wir die ganze Sache mal ein bisschen hier. Wir können natürlich schon die Wareneingangslager anlegen, das ist auch kein Problem. Wie gesagt, die mache ich natürlich ein bisschen kleiner, die brauchen wir nicht so groß. Ja, machen wir es ruhig so. Und dann werden wir auch schon mal die Farm anlegen.
Ja, ich denke mal, das sollte auf jeden Fall in der Größe ausreichen. Schaut, und so schnell ist das mehr oder weniger abgeschlossen. Jetzt machen wir den Lagerplatz noch ein bisschen größer, so. Und können jetzt gleich die Brauerei platzieren. Moment, machen wir die Zeit nochmal normal. Ah, wir sollten hier gleich Blumen auswählen. So. Okay, Brauerei. Die platzieren wir, wie gesagt, gleich hier mit her. Und dann haben wir alles, was wir brauchen, mehr oder weniger direkt in der Nähe. Ich finde es gut, dass bei dem Lager kein Warnhinweis angezeigt wird. Hier oben 8 Warnhinweise haben wir insgesamt. Ja, okay, der ist halt schon immer. Und ja, man kann da halt entsprechend durchgehen mit. So, dann werde ich gleich den Weg mal. Ich glaube, das hatte ich hier oben eh vergessen. Ja, schaut her, das habe ich eh vergessen. Kein Problem. So. Kostet uns ja nichts. Dasselbe mache ich hier jetzt auch einfach gleich noch. Dann ist das alles ordentlich. So, die Brauerei wird noch gebaut. Das heißt, da müssen wir uns sowieso erstmal noch nicht drum kümmern. Dauert auch noch eine kurze Weile. Kümmern wir uns erstmal um die Lagerverwaltung. Wir haben hier, wie gesagt, die Eingangslager. Da brauchen wir Blumen, Wasser. Ihr seht schon, die holen natürlich das Wasser jetzt von hier hin. Das ist sehr weit, beziehungsweise von hier. Das heißt, wir bringen als erstes mal Wasser. Bringen wir in dieses Lager. Okay. Jetzt passt's. Denn das Wasser wird ja in der Brauerei benötigt und hier natürlich zum Blumengießen. Und wir müssen hier das Wasser noch auswählen. Es wird natürlich gleich als erstes angezeigt. Fehler ist weg. Passt. So, dann brauchen wir als nächstes Eingangsmaterial. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Fehler hier. Die Bäckerei hatte ja nicht dieses Lager zugewiesen. Jetzt wollen wir natürlich von dem Lager aus das Getreide auch noch hierher bringen. Das bringen wir hierher. Schön, wie gesagt, es wird schon automatisch angezeigt, aber nicht immer automatisch festgelegt. So, und jetzt kann es passieren, wenn man das Lager, das Getreidelager, nicht zugewiesen hat für diese Bäckerei, dass der Bäcker das Getreide von hier oben holt. Und, naja, es sollte klar sein, dass das ungünstig ist, ne? Ist halt recht weit. So, dann können wir gleich nochmal, bevor wir weitermachen, die Bäume einmal fällen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass man hier 115, dass man da nicht wirklich großartig rüberkommt, ne? Es kann natürlich sein, dass die Bäume schon mit dazu zählen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, dann haben wir hier das Getreide. Jetzt lagern wir dann hier die Blumen ein. Nun passt auch das. Hier läuft jetzt die Blumenproduktion. Und hier sind Blumen diesmal schon automatisch ausgewählt. Brauerei. So, für die Brauerei. Wie gesagt, wir wollen ja Bier und Tee im Wechsel herstellen. Also brauchen wir natürlich auch erstmal alle Rohstoffe. Ihr seht, die kommen jetzt auch langsam hier an. Schön, dass wir zuerst nur das Wasser bringen und noch kein Getreide. Weisen wir aber erstmal die Ausgangslager zu. Machen wir ganz einfach, dass wir erstmal beide Ausgangslager zuweisen. Und sagen dann, dass wir hier den Tee reinhaben wollen. Und hier das Bier. Bier ist ja durchaus wichtig, ne? Hebt die Laune im Allgemeinen. Die Schweine, voll geil. Naja. So, jetzt haben wir die Ausgangslager zugewiesen. Jetzt brauchen wir natürlich noch die... Warum ist hier noch kein Getreide da? Das ist kein Getreide, das ist Weizen. Ja, passiert. Ja, aber die werden doch jetzt das Weizen... Habe ich menschliche Träger? Ach, geh jetzt hier auf, ich habe doch keine menschlichen Träger, oder? Ach doch, den einen habe ich ja zum menschlichen Träger gemacht. Doch, ist richtig. Moment. Das war ja der, den ich quasi übrig haben wollte. Da, genau. Reinswind. Und Reinswind macht ja dann eh die Brauerei. Schaut her. Weisen wir aber noch nicht zu. Ich möchte erst warten, dass hier ein paar Rohstoffe liegen. So, da weisen wir mal noch die Eingangslager zu. Zum einen natürlich das Getreide, dann das Wasser und das Blumenlager. Ihr seht, einmal Blumen hatten wir irgendwo gewonnen, glaube ich, bei einem Kampf oder so, weiß ich jetzt gar nicht. Es kann auch sein, dass es in der Kiste drin war. So, hier ist die Wandflagge noch, weil wir noch keine Produktion ausgewählt haben. Machen wir aber, wie gesagt, gleich. Wie lange dauert es noch, bis das fertig? Bereit zur Ernte. Ja, dann ernte es doch und hör auf, es zu gießen. Hör auf, es zu gießen und ernte es.
Okay, jetzt haben wir natürlich ein bisschen wenig Getreide. Das erinnert mich ein bisschen an Workers and Resources of the Republic, ne? Wenn man da die Rohstoffe zu wenig hat, läuft auch die Produktion deutlich langsamer. Aber schön, dass sich hier jetzt wieder die Bretter ansammeln. So war das ja auch gedacht, ne? Ist klar. Und ich sehe auch, die Steine werden wenig. Ach ne, hier haben wir... Ach Gott. Moment, dann können wir anfangen, die dorthin zu transportieren. Genau, passt. So, die Blumen werden immer noch nicht geerntet. Dann mache ich mal ganz kurz schneller. Okay, das Getreide, der Weizen wird auch noch nicht... Micha, es ist Weizen. Es ist Weizen. Jedenfalls wird der Weizen auch noch nicht geerntet. Ach ey, was ist denn hier los? Die haben ja gar keinen... Wir haben ja gar keine Beeren. Kann das sein, dass wir zu wenig Leute auf den Feldern haben? Weil wenn hier nichts da ist, ne? Hier nicht geerntet wird. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ja, wir haben da tatsächlich nur zwei Leute, ne? Okay, wir haben relativ viele Soldaten. Wir haben da jetzt drei Soldaten, vier Soldaten, die wir eigentlich nicht brauchen. Da machen wir einfach Folgendes, dass wir den Soldaten noch den Job auf dem Feld zuweisen, Landwirtschaft. Und wenn wir dann die Soldaten brauchen, nehmen wir Landwirtschaft einfach weg. So, jetzt haben wir da doppelt so viele Leute. Jetzt sollte das Ernten eigentlich schneller vonstatten gehen. Wobei ja eigentlich schon wieder so ein relativer Begriff ist. Wie viele sind das jetzt inzwischen? 60 Stück, sehr gut. So, jetzt wird ein bisschen... Ah, Basiswerkstatt aufgestuft, sehr schön. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was an Beeren und Tomaten liegen. Jetzt sind natürlich erstmal alle essen gegangen, ne? Weizen haben wir, ja, nicht so viel. Okay, die Blumen werden aber geerntet. Das heißt, wir können jetzt mit der Produktion anfangen. Wählen wir also Bier und Tee aus. Solange wir die Rohstoffe da sind, wird jetzt beides produziert. Und wir müssen jetzt nur noch sagen, wer denn das machen soll. Und da hatten wir ja eh vor... Reinswind zu nehmen. Ja, ist jetzt nicht ganz perfekt. Isantrut wäre besser, aber okay. Ja, ich denke, das passt schon. So, sehr schön. Und damit geht die Tee- und Bierproduktion auch schon los. Einmal Bier haben wir ja schon. Und ist das Tee? Bier. Ja, die Grundlage ist zu schaffen. Wir haben einmal Bier. Okay, sauber, gefällt mir, finde ich gut. Also, die Produktion lassen wir jetzt erstmal so laufen. Und jetzt schauen wir uns mal an. Wir wollen ja noch Krieg führen in dieser Folge. Wir müssen ja noch zwei feindliche Reiche besiegen und Kisten plündern. Schauen wir mal, was leichter ist. Damit würde ich natürlich wieder mal anfangen wollen. 52 zu 91, das sieht ganz vernünftig aus. Und hier haben wir 63. Nun gut, dann geht es zuerst gegen die Spinnen. Ach ja, ihr könnt eben hier diese Übersicht, könnt ihr ausmachen. Hier oben rechts. Was, so weit muss ich bis dahin laufen? Spinnen im Wasser, ja, das gibt's. So, wo sind unsere Kämpfer? Wir müssen das Schwert holen, wa? Ja, erstmal bewaffnen. Man kann nicht... Ah ja, die machen dem auch den kurzen Weg. Okay, auch das sollte wieder ohne Probleme laufen. Ah, wir haben sogar ein Schwert bekommen, sehr schön. So, dann würde ich sagen, dass wir unsere Kämpfer schauen mal, dass sie sich erholen können. Ihre Verletzungen auskurieren können. Und dann würde ich sagen, greifen wir gleich das nächste Ding da an. Ja, das war vollkommen unkritisch. So, jetzt ist natürlich die spannende Frage, holen die das jetzt hier auch oder muss das in unserem Gebiet sein? Da werden wir auf jeden Fall... Ach, schaut mal, wer da besiegt wurde, habt ihr es gerade gesehen? 0111 wurde besiegt. Wir sind in der Matrix. Okay, das wird auf jeden Fall geholt. Jetzt, wie gesagt, mal schauen, ob das Zeug auch geholt wird. Wenn nicht, müssen wir nochmal unsere Grenzen erweitern. Schauen wir mal.
Viele kleine Schweinis. So, jetzt stellen wir auch gleich fest, dass das nicht im Wechsel produziert wird. Aber wo sind da die restlichen Blumen hingekommen? Wäre jetzt natürlich viel cooler, wenn es im Wechsel produziert wird, aber okay. Wird da das produziert, was als erstes in der Liste steht, solange bis die Rohstoffe alle sind. Aber ist ja kein Problem, weil das Lager ist irgendwann voll und dann wird halt der Tee danach produziert. Es ist ja egal, wann was produziert wird. So, das eine Schwert ist jetzt abgeholt. Und ich glaube tatsächlich, der Rest wird nicht geholt, weil es nicht in unserem Gebiet ist. Na gut, dann bauen wir halt nochmal was auf. Sprich, ein großes Lagerfeuer platzieren wir einfach hier. Damit gehört es dann eh uns. Und wir können gleich noch die Kiste aufmachen. Wir können jetzt natürlich auch noch dreist sein und die ganzen Steine abbauen und so. Und die halt mit in den nächsten Level nehmen. Das werden wir dann auch tun. Jetzt fällen wir hier aber nochmal schnell die Bäume. Denn hier kann nichts produziert werden, weil kein Holz da ist. Ah ja, da war sogar nochmal ein Schwert drin. Ne, jetzt war es doch gerade. Steinschwert. Ja, es sind immer nur Steinschwert schlecht, aber trotzdem. Nochmal ein Werkzeug und nochmal irgendwelche Beeren. Oder Tomaten, gut. Gott, jetzt keine Ahnung. So, wo ist jetzt unser Baumeister? Hier, warum schleppt das Schwein so einen Hammer mit sich rum? Was ist mit diesem Tier nicht richtig? So, da kommst du. Genau, die Steine sind schwer, es dauert länger. Fleißig, fleißig, fleißig. Fertig. So, damit gehört das Land auch uns und somit fast die gesamte Insel. Und wie gesagt, die Sachen können jetzt mit hier abgeholt werden und... Na? So. Das, der ganze Wald hier ist nur so ein Häppchen Holz. Ehrlich, ohne Worte. Na gut, dann brauchen wir uns hier nicht mehr drum kümmern. Dann schauen wir jetzt hier uns den... Was gibt's hier noch? Was? Nein. Dann schauen wir uns mal den nächsten Gegner an. Das sind jetzt diese komischen grünen Blobs. Wir haben jetzt schon eine Stärke von 95. Ja, also durch das Aufleveln der Kämpfer werden die natürlich auch besser, ist klar. Alles andere wäre ja Blödsinn, ne? So, ich warte aber mal noch ganz kurz mit dem Angriff. Oh, schaut mal, wir haben relativ wenig Lebensmittel, ne? Also wir bräuchten, das müssen wir dann beim nächsten Mal bedenken, dass wenn wir die hier alle irgendwas anderes machen lassen. Gut, wir können natürlich auch einfach... Gut, wird ja eh kein Brot exportiert, ne? Ja, 330 Geld. Dann stellen wir einfach mal den Brotexport ein. Und sobald dann hier wieder produziert wird, am nächsten Tag, wenn die Nacht vorbei ist, dann sollte sich eigentlich unser Essenproblem auch lösen, sage ich mal. Denn ich möchte das auf jeden Fall, ja, ich sag mal, fast voll mitnehmen, ne? So, damit haben wir das Vorratsziel für Bier erreicht. Haben natürlich noch 4 Lagerkapazität. Die wir, wie gesagt, auch noch auffüllen. Denn wir werden es hier im nächsten Level sowieso brauchen. Schauen wir uns nochmal die Vorratsziele an. Okay, da sind wir jetzt bei 129. Das wird, wie gesagt, nicht wirklich mehr, ne? Ja, notfalls machen wir dann nochmal einen Wald und lassen den auch abernten. Das ist hier kein Problem. So, jetzt haben wir, glaube ich, hier auch noch jemanden drin. Textilarbeitsplatz. Dann nehmen wir den nämlich auch einfach noch raus. Und lassen den auch noch zum Erntearbeiter machen. Oder bilden den zum Erntearbeiter aus. So, okay. Lang genug rumgespielt. Jetzt schauen wir uns mal hier dieses Kampfgebiet an. Die grünen Blobs. Okay, alle unsere Kämpfer sind im grünen Bereich, alle voll gesund. Wir können sogar noch erweitern, machen wir aber nicht. Ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Diese Gegner dürften relativ leicht sein. Ja, Bewegungsgeschwindigkeit 0,6, Schaden 25, Leben 100. Unsere können wir uns nicht anschauen. Na okay. So, dann schicken wir sie mal in Kampf. Okay, Vorratsziel brauchen wir jetzt natürlich nichts, klar. Die Blobs sind diesmal ein bisschen langsam.
Hat der gerade einmal zugeschlagen? Kann das sein, dass diese komischen grünen Dinger auch unterschiedlich groß sind oder so? Tatsache, die schlagen nur einmal zu. Na okay. Oh, da sind sie jetzt schon öfter, schaut her. Das ist ein großer, starker grüner Blob. Ja, beschaulich, ne? Aber immer schön nach dem anderen lässt sich einer nach dem anderen. Ich möchte jetzt nicht sagen töten, aber die lassen sich schon töten. Die Pferde sind auch interessant. Mal schauen, wozu man die dann verwenden kann. Aber eins nach dem anderen. Eine Essensration hat das gegeben, ja, ganz toll. Wieso verlieren diese grünen Blobs, diese Slimer, eigentlich rotes Blut? Warum habe ich dann nur noch... Ach, die fallen aus für den Kampf. Was? Na okay, auf jeden Fall haben wir gewonnen. Das war ja auch das Ziel. Wir haben natürlich wieder Verwundete, das ist auch klar. Aber das lässt sich halt nicht verhindern, ne? So ist Krieg nun mal. Gut, Krieg würde ich es nicht nennen, wir haben ein bisschen gekämpft. So, dann holen wir uns mal doch das restliche Land. Wir wollen ja hier oben auch die Kiste haben, ne? Ist klar. Jetzt ist im Übrigen die Frage... Wir hatten ja 4 Kämpfer. Sind die jetzt tot? Nein, die sind nicht tot. Okay, es ist keiner gestorben. Ich weiß gar nicht, ob die sterben können. Fragen über Fragen, Rätsel über Rätsel. So, hier haben wir leider immer noch keinen Bestand. Dort auch nicht. Ja, hier ist in Ordnung. So, komm, jetzt bau das mal auf. Dann können wir hier die Kisten schon mal noch öffnen. Ja, Stoff ist jetzt nicht so wichtig. Ein Holzteil, juhu. Und Stein, ganz toll. So, dann können wir auch die letzte Kiste noch öffnen. Und damit haben wir die komplette Insel erobert, haben alle Kisten geöffnet. Wie gesagt, in der letzten Folge habe ich das, also auf der letzten Insel habe ich das ja leider so ein bisschen... Haben wir überhaupt einen Bäcker? Ich prüfe. Das könnt ihr nämlich auch erklären, warum wir so... Doch, wir haben einen Bäcker. Und warum arbeitet der Ludolf nicht? Also alle Rohstoffe sind keine Eingangsgüter. Es fehlt das Wasser. Wie ist denn das passiert? Ja, dann kann das nicht funktionieren. Ja, kein Wunder. Alles kaputt. Jetzt rennt er auch los hier, unser Ludolf, ne? Okay, das war so ein bisschen mein Fehler. Wieso? Ich hatte doch das festgelegt. Wahrscheinlich irgendwann mal verklickt, ne? Und dann schubst, was passiert. Okay, aber auf jeden Fall wird jetzt wieder Brot produziert, was unsere Leute halt essen können. So dürfte sich auch das Lager wieder ein bisschen auffüllen. Denn wie gesagt, ich möchte schon so viel wie möglich davon mit in die andere Welt, auf die andere Insel nehmen. So, was ich jetzt auch noch machen möchte, hier haben wir ja eh noch Zeit. Wir lassen einfach mal die Zeit allgemein ein bisschen schneller laufen. Und blenden auch mal wieder das Produktionsziel ein. Ja, da haben wir jetzt halt den Tee, ne, ganz klar. Aber der wird ja bald mehr oder weniger Angriff genommen. Dann brauchen wir noch ein paar Holzscheitel. Und was ich auch noch machen möchte ist, wir haben ja hier, ich weiß nicht, wie viel Steine haben wir denn jetzt hier drin? 208. Holzscheitel 101. Na okay, das brauchen wir uns glaube ich nicht antun. Also Steine haben wir genug. Aber wir werden dann einfach die ganzen Bäume hier fällen und die zu Holzscheiten verarbeiten, um dann das Ziel für die Holzscheite zu erreichen. Nutzen wir auch die Chance gleich und fällen hier nochmal alles. Ja, hier könnte jetzt die Produktion freilich ein bisschen schneller laufen. So, jetzt haben wir wie gesagt hier schon die ersten Brote, die auch gegessen werden. Und der Bären- und Tomatenvorrat hat sich trotzdem verringert. Ach, hier ist das.
Na okay, theoretisch fehlt ja nicht viel, aber es wird ja auch permanent verbraucht. Nur die Bretterproduktion, die stelle ich nicht ein, ne? Holzteile 76, sauber! Kann man hier eigentlich zwei Leute einstellen? Brauerei? Dann nehmen wir den mal noch dorthin und schauen mal an, ob die sich dann hier abwechseln, Zweischichtverfahren oder sowas, oder ob die beide zusammen da arbeiten. Auf jeden Fall haben sie gerade beide Rohstoffe reingetragen. Da stand gerade 104%. Ja, auf jeden Fall, wenn man zwei Leute zu dem Beruf macht, dann tun die auch beide dort arbeiten. Natürlich nur irgendwo in Wechselweise und mit gegenseitiger Hilfe, aber sie arbeiten dazu zwei dran. Ja, wie gesagt, ich lasse das jetzt alles mal ein bisschen schneller laufen. Denn wir haben ja noch gar keinen Tee. So, Getreide brauchen wir hier oben jetzt nicht mehr. Aber ist auch egal, wenn das dort oben ist, das macht nichts. Schaut jetzt denn hier die ganzen Bäume. Also warum, wie das Spiel das festlegt, keine Ahnung. Weil manchmal ist hier gar nichts drin, kann nichts produziert werden und die fällen trotzdem keine Bäume. Wo will er denn mit dem Wasser hin, Herrgott? Ja, Trasse, ehrlich, ne? Er hat es halt gleich mitgenommen, weil er dort war, aber es war halt völlig sinnlos. Teeproduktion. Okay, machen wir mal Bier aus. Normalerweise hätte... Ich fasse es nicht. So, jetzt Teeproduktion. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass die Brauerei das im Wechsel produziert hätte. Aber okay. So, jetzt das Produktionsziel sind 15 Stück. Das Interessante ist, wenn wir 20 Stück haben, dann sind wir für alle Inseln fertig. Also sprich, ich vermute mal, wir haben das beim nächsten Mal nochmal, brauchen aber halt nur 20. Ja, dann machen wir die 20 auf jeden Fall noch fertig, ne? Ist klar. Tja, jetzt muss der hier leider warten. Naja, wir haben ja immerhin 6 Stück. Es geht ja vorwärts, ne? Tja, ich möchte aber, wie gesagt, das Holz hier noch nicht erfüllen. Sagen wir mal mindestens die 15. Wir werden die Gebäude ja sowieso auch auf der nächsten Insel wieder bauen müssen. Also wir müssen jetzt nicht alles im Vorgriff schon mal bereitstellen, das ist nicht notwendig. So genau, jetzt geht der eine sich ausruhen, dann kann der andere arbeiten. So hört sich das, Jungs, so hört sich das. Alles für die Gemeinschaft, alles für den Club. War das nicht was mit Dackeln? Ne. Alles für den Club, alles für den Dackel, alles für den Hund? Hm. So, wir steuern das Produktionsziel an. Okay, dann würde ich sagen, dass wir mit Bäumefällen anfangen können. Hier sind sie ja eh gerade am Fällen. Das heißt, wir fällen die einfach mal alle. Ja, und sagen jetzt, dass auch die Bäume alle gefällt werden sollen. Oh, da steht noch eine Kiste. Moment. Dann müssen wir die Bäume nochmal wegmachen. Was mache ich denn? Nein, hört auf! Okay. Ja, wie hat er jetzt einmal drauf rumgekloppt? Was ist mit dir nicht richtig, Junge? Oh, ich sehe schon, wir können auch mit der Holzteileproduktion aufhören. Na okay, noch, also ein bisschen Platz ist ja noch. Ein bisschen Platz ist ja noch. Moment. So, fertig. Okay, die Kiste ist offen. Wir hatten noch mal ein bisschen Werkzeug drin. Dann fällen wir jetzt die restlichen Bäume.
Und eigentlich müsste doch dann das Holzfeldziel, sag ich mal, erreicht sein, oder? Ja, sehr schön. Sehr schön, ja, dann sind wir jetzt am Ende dieses Levels. Und ich würde sagen, wir sind noch am Ende des Videos. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die nächste Folge verlinke ich natürlich wie immer oben rechts. Da starten wir dann auf einer neuen Insel. Wir schauen uns das schon mal an, aber wie gesagt, den Spielstart machen wir dann erst im nächsten Video. Jetzt waren wir ja hier. Jetzt werden uns ganz viele mögliche Ziele angezeigt. Gunlinde Island, flaches Terrain, wenige Gegnerlager. Keine Gegnerlager. Wenige Gegnerlager. Ja, ich würde... nehmen wir die Insel als nächstes? Keine Ahnung. Wir müssen doch, glaube ich... Ach, wir machen eh alle Inseln, oder? Ach, wir sind doch, wenn, so lang gekommen, oder? Das heißt, wir können jetzt ja entweder nur die, die oder die Insel machen. Die geht halt nicht mehr. Ja, okay. So, dann starten wir noch ganz kurz. Und wie gesagt, beenden dann das Video. Okay, das sieht mal interessant aus. Wir haben Dschungel. Und was zum Teufel ist das? Eine Geode kann abgebaut werden, um verschiedene Mineralerze zu erhalten. Ach, hier Mineralerze. Na, jetzt geht's ja los. Okay, damit wird die Sache auf jeden Fall interessant. Aber wie gesagt, den Spielstart schauen wir uns dann, oder den Inselstart schauen wir dann uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ist das da Erdöl? Da gibt es eine Ölquelle. Cool. Okay, ja, gut jetzt. Wirklich gut jetzt. Ciao, bis zum nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bye.